offenbar nicht funktioniert hat. Vielen Dank nochmal an alle Helfer, an alle Vereine, die irgendwo mitgewirkt haben oder die Drumherum tätig waren. Wie gesagt, ohne diese Helfer, ohne die Vereine würde es diesen Sport natürlich, sage ich mal, nicht geben, beziehungsweise nicht in der Form. Zurück an die Fahrer, das ist einfach der Sport, der uns am Herzen liegt. Und dafür machen wir das nicht für nichts anderes. Dankeschön. Eine Idee, die mir letztens im Auto gekommen ist, vielleicht finden sich ja auch ein paar Leute, die nicht im Verein sind, schließen sich zu einem SAE-Fahrerkreis oder so und sagen sich, wir wollen den anderen 100 Leuten auch mal so ein bisschen Spaß machen oder eine Veranstaltung durchziehen. Vielleicht gibt es sowas, das glaube ich über die SAE-Seite anleiern. Vielleicht hat auch jemand auch eine andere Idee mit Gelände. Es ist immer schwierig, da Vereine zu finden. Man telefoniert sich da Anfang des Jahres dann die Ohren rund. Und man hört meistens von den Vereinen, ja, wir haben nicht so viele Mitglieder und die wollen das nicht und das ist so viel Arbeit und so weiter und so fort. Wenn wir das machen wollen, müssen wir alle an einen Strang ziehen. Vielleicht haben wir auch in Niedersachsen mal einen Lauf. Ich gucke da so ein bisschen hier vorne an den Wolfsburger Tisch. Da habe ich auch schon mal sowas gehört, dass die darüber nachdenken oder Unterstützung im Grüning. Gut, wie gesagt, das 602 Stoppnummer auf KTM mit 87 Punkten. Max, dein Applaus. Weiter geht's mit der Stoppnummer 2, der Paul-Erik Buster. Gewonnen im Lauf und bei den letzten 130 Punkten gesammelt. Ich mache mal 86 auf den ersten Platz, der Lukas Schäfer, da kommt er schon. Endlich, endlich. 5 gewonnene Läufe und 2 gewonnenen Läufen und 4 Zweitplätze. Und zu guter Letzt auf dem ersten Platz der Sörenberg.
Platz und ihren Lauf. Sieht sehr gut aus bei der Konkurrenz. Hat sie gesagt? Ja. Geht's weiter? Mit unseren beiden WM-Vertretern, sag ich mal. Der Sebastian Strube mit der 560. Auf den ersten Platz. Die Startnummer 593. Der Sirko Bühnemann. Drei gewonnene Leute. 139 Punkte. Wie gesagt, schwere Klasse, absolut. Super Konkurrenz. Blütenweiße Weste.
kam dann nächstes Jahr mit meinen Ex-Partnern. Also Sirko und Sebastian Stube, ihr könnt euch warm anziehen. Da oben steht er. Hey, großen Applaus. Ich hoffe, das geht da weiter. Ganz schöne Sache. Danke.